Ehe für alle. Die Frauenministerin will homosexuelle Partnerschaften völlig mit der Ehe gleichstellen, vom Familiennamen bis zur Adoption. Ministerin Hennisch-Hosseck ist dazu live im Studio. Imagekrise, wie der Umgang mit Leiharbeitern dem Versandriesen Amazon schadet und was eine Firma aus Niederösterreich damit zu tun hat. Die Räuber in Brüssel wurden Diamanten um fast 40 Millionen Euro gestohlen. Warum solche Millionenkus überhaupt möglich sind? Die ZIP 2 mit Armin Wolf. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ZIP 2. Seit 7 Jahren kämpft eine lesbische Frau aus Österreich um das Recht, den Sohn ihrer Partnerin zu adoptieren. Heimische Gerichte haben ihnen das bisher verwehrt, aber vor dem Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat die Frau heute Recht bekommen. Die Gesetzeslage in Österreich ist menschenrechtswidrig, sagen die Richter. Wer erlaubt, dass in Lebensgemeinschaften zwischen Mann und Frau Stiefkinder adoptiert werden, der muss das auch für homosexuelle Paare erlauben. Jetzt wird das Gesetz repariert, aber nur in diesem einen Paragraphen. Fremde Kinder dürfen weiterhin nur von Ehepaaren adoptiert werden. Für lesbische oder schwule Paare bleibt das verboten. Darauf beharrt die ÖVP. Wenn Gesetze Gleichstellung behindern, muss Justitia handeln. Und damit ist nun klar, dass auch die gleichgeschlechtlichen Partner in einer Lebensgemeinschaft das Recht haben, die Stiefkinder zu adoptieren. Im perfekten Familienleben spielen diese Details vielleicht keine Rolle. Alle sind gesund und munter und lieben einander. Passieren darf halt nichts. Angenommen, der Mutter, der leiblichen Mutter passiert etwas. Die wird nicht mehr erziehungsfähig, stirbt vielleicht sogar. Was ist da mit dem Kind? Ja, wo bleibt das Kind? Es ist nicht sicher, dass das Kind dann bei der Partnerin der Mutter bleiben kann, obwohl das eigentlich der zweite Elternteil ist und die Bezugsperson ist, von klein auf, vom Babyalter an. Aber es kann sein, dass das Kind weggenommen wird, weil eben diese Person, zweite Mutter, keine gesetzliche Verbindung hat, keine legale zu dem Kind. Bisher haben die österreichischen Gerichte nicht einmal die Prüfung zugelassen, ob zum Beispiel die neue lesbische Partnerin der Mutter das Stiefkind adoptieren kann. Man hat gesagt, nur aufgrund des sturen Prinzips einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft ist die Adoption nicht zu genehmigen und hat überhaupt nicht geschaut, was ist im Interesse des Kindeswohls. Und das muss künftig geprüft werden. Die Adoption ist dazu da, ein Kind mit Eltern zu versorgen und nicht umgekehrt. Es geht um das Recht des Kindes und nicht um das Recht der Eltern. Und das muss jetzt umgedreht werden, auch in der österreichischen Rechtsprechung. Nur das Kindeswohl zählt und nichts anderes und schon gar nicht die sexuelle Orientierung oder das Geschlecht der Eltern. Jetzt muss auch die Politik handeln. Justizministerin Karl wird noch im Frühjahr ein Gesetz vorlegen, das auch das ausdrückliche Verbot der Stiefkindadoptionen in den eingetragenen Partnerschaften abschaffen wird. Alle anderen Adoptionsformen bleiben ausgeschlossen, wird betont, und der ÖVP-Familienminister legt nach. Aus unserer Sicht ist das für die Betroffenen natürlich ein wichtiges Thema, aber es ist jetzt kein zentrales Thema jetzt der Familienpolitik, sondern von der Justizministerin und dem Justizministerium einmal zu analysieren und dann eine entsprechende Vorlage zu entwickeln, wenn es notwendig sein sollte. Ist Mann oder Frau selbst betroffen, sieht das Ganze anders aus. Frauen werden sich nie davon abhalten lassen, schwanger zu werden. Ob sie es jetzt dürfen oder nicht, man kann sie nicht verbieten. Insofern, diese Kinder kommen auf die Welt und diese Kinder brauchen eine Rechtssicherheit. Wir wollten über die Konsequenzen aus diesem Urteil heute im ZIP-2-Studio diskutieren, aber kein ÖVP-Regierungsmitglied wollte zu uns kommen. Und so begrüße ich nun SPÖ-Frauenministerin Hennisch-Hosseck alleine hier im Studio. Guten Abend, Frau Bundesministerin. Guten Abend. Frau Bundesministerin, Sie haben heute auf dieses Urteil sehr erfreut reagiert, aber warum braucht es eigentlich den Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg, um in Österreich offensichtliche Diskriminierungen zu beseitigen? Aber nicht ein Parlament, das an sich ordentliche Gesetze beschließen sollte? Wir haben vieles schon geschafft, aber einiges braucht halt seine Zeit in Österreich. Und die eingetragene Partnerschaft, die gleichgeschlechtlichen Paaren ermöglicht, eheähnlich ein Rechtsinstitut zu bilden, das heißt einen Vertrag miteinander einzugehen. Das war schon ein Riesenschritt, der gelungen ist. Und leider ist es jetzt so, ich hätte es auch gern im Ganzen diskutiert, ein vollendetes Werk daraus gemacht, dass nämlich egal wie jemand zusammenlebt, welche sexuelle Orientierung jemand hat, dass es möglich sein muss, dass man für Kinder
gut sorgen kann. Und ja, es hat dieses Urteil gebraucht und jetzt ist die Reaktion da und jetzt werden wir gemeinsam diesen nächsten Schritt schaffen, nämlich Stiefkindadoption für gleichgeschlechtliche Paare. Gut, aber Sie wollen ja jetzt noch viel weiter gehen und die eingetragenen Partnerschaften für homosexuelle Paare überhaupt mit der klassischen Ehe gleichstellen. Das heißt, die gleiche Ehe, egal ob für Mann und Frau, Mann und Mann oder Frau und Frau. Warum reicht Ihnen die derzeitige Regelung eigentlich nicht, die Sie erst vor 3 Jahren mit der ÖVP gemeinsam beschlossen haben? Ein Riesenschritt, wie Sie eben erst gerade gesagt haben. Erstens, wenn wir reden mit den gleichgeschlechtlichen Paaren, die sich hier verpartnert haben, sagen sie, wir hätten gerne wirklich auch die Öffnung der Ehe gehabt. Das strebe ich nach wie vor an. Die Sozialdemokratie hat diverse Beschlüsse dazu. Wir wollen das alle. Und ich glaube, dass die Öffnung zur Ehe quasi dann die echte Gleichstellung bedeuten würde. Und ansonsten sollen wir jetzt einmal zufrieden sein und Schritt für Schritt halt uns dem annähern, was offensichtlich noch nicht ganz in der Koalition zu erreichen ist. Aber die Frau Ministerin Karl hat ja heute gesagt, diesen einen Schritt noch im Frühling, da bin ich sehr erfreut darüber. Aber ich verstehe Sie richtig, auf Deutsch auch homosexuelle Paare sollen heiraten können, ja. So wie Mann und Frau. Auf dem Standesamt mit Trauzeugen darf das jetzt schon sein. Auch hier gibt es ein Gerichtsurteil. Die Zeremonie mit Ja darf auch passieren, leider nicht auf dem Standesamt. Das gibt es auch schon und all das hat Gerichtsurteilen bedurft. Und es wäre schöner, wenn das ganz einfach für alle Menschen, egal wie sie zusammenleben, möglich wäre, dass sie sagen, ich will heiraten auf dem Standesamt, gleich wie für heterosexuelle Paare. Das soll dann auch Ehe heißen? Also das soll kein Unterschied sein? Das soll auch Ehe heißen. Inklusive Adoption natürlich, darum geht es ja ganz wesentlich. Jetzt sagt die ÖVP, das geht für sie gar nicht, Adoption durch schwule und lesbische Paare. Ein Kind hat das Recht, mit Vater und Mutter aufzuwachsen. Und viele Menschen, mit denen man spricht, leuchtet das irgendwie ein und sagen, ja, das ist für Kinder besser, wenn sie Vater und Mutter haben und nicht 2 Mütter oder 2 Väter. Erstens ist das nicht bewiesen, dass das immer das Beste ist, denn es gibt viele Familienverbände, wo ein Kind allein mit einem Elternteil aufwächst. Es gibt sehr viele Trennungen, wo wir gerade geschafft haben, dass wir auch für das Kind das Beste wollen, mit der gemeinsamen Obsorge, dass die eben nicht automatisch weggestritten wird, passiert. Und genauso sehe ich es hier. Das ist heute auch im Beitrag schon gesagt worden, für das Kind muss das Beste herausschauen. Und wir wissen aus vielen Untersuchungen, ein Kind braucht Sicherheit, Geborgenheit, ein liebevolles Umfeld. Und ob das Mama, Mama, Papa, Papa oder Mama, Papa sind, ist völlig egal. Und jetzt ist für die ÖVP aber die Ehe ganz was Besonderes. Und auch der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg sagt in seinem Urteil heute, die Menschenrechtskonvention verpflichtet Staaten nicht dazu, die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare zu öffnen. Also die Ehe kann ihren Sonderstatus auch tatsächlich behalten. Da werden Sie also wenig Hoffnungen mit der ÖVP haben und wenig Hoffnungen auf Straßburg. Nicht verpflichten heißt nicht, dass wir es nicht tun können. Wir haben dürfen, aber Sie müssen nicht. Genau. Die ÖVP will nicht. Und daher denke ich mir, dass die eingetragene Partnerschaft der erste Schritt ist, der ja auch mit der ÖVP gelungen ist. Das heißt, viele Bereiche sind der Ehe schon gleichgestellt, aber noch nicht alle, wie zum Beispiel die Adoption. Und das will ich eben erreichen, dass alle Menschen so leben können sollen, wie sie wollen. Und wer in der Kirche sich trauen lassen will, soll dies tun. Wer nur auf dem Standesamt sich trauen lassen will, soll das tun. Aber bitte für alle. Und dann wollen Sie ja noch, was haben Sie zumindest gestern im Standard gesagt, es sollen also Schwule und Lesben die Möglichkeit bekommen zu heiraten, ganz normal. Und dafür wollen Sie die eingetragene Partnerschaft auch für heterosexuelle Paare öffnen. Das heißt, da wird es dann quasi 3 Formen geben, die Lebensgemeinschaft, die nirgendwo niedergeschrieben ist. Eine Ehe-Leid, diese eingetragene Partnerschaft für alle und die Ehe für alle. Wozu braucht man das? Vielleicht wollen sich gewisse Paare nicht alle diese Rechten und Pflichtenkataloge, wie es auf dem Standesamt ist und wie es in den Ehegesetzen festgeschrieben sind, auferlegen, sondern wollen nur einige Bereiche miteinander regeln. Und das wäre so ein Partnerschaftsvertrag und der soll auch für alle gelten, für heterosexuelle Paare, für gleichgeschlechtliche Paare, wo man nur 3 Dinge regelt, damit man einfach bei Trennung sich den Unterhalt gegenseitig regelt, damit man die Vermögensverhältnisse regelt und die gegenseitige Beistandspflicht, also das füreinander Sorgen. Das wäre meine Idee. Warum nicht? Es kann den einen großen Katalog geben, den man eingeht für alle, alle, alle. Und es kann auch einen Leitvertrag sozusagen geben, wenn man nicht all diese Rechtsinstitute auf einmal in Anspruch nehmen möchte. Jetzt kann man wahrscheinlich ziemlich zuverlässig hohe Wetten eingehen, dass das mit der ÖVP beides in den nächsten Jahren nicht gehen wird. Angenommen, es gäbe nach der Nationalratswahl eine rot-grüne Koalition. Die Grünen sehen das ja sehr ähnlich. Wäre das ein Projekt für diese rot-grüne Regierung?
Also Wahlannahmen, das wäre sehr verfrüht jetzt. Ich weiß aber von anderen Parteien, dass sie durchaus affin sind, dass sie durchaus dafür sind, dass wir hier sehr offen umgehen mit diesem Thema. Denn ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger sind zum Teil schon viel weiter als so mancher Politiker oder manche Politikerin. Und andere Parteien in der Mehrzahl ist ein bisschen übertrieben, oder? Außer den Grünen fällt Ihnen keine ein. Wenn Sie so wollen. Danke für den Besuch im Studio. Gerne. Und wir wechseln das Thema, bleiben aber noch bei den Beziehungsproblemen zwischen SPÖ und ÖVP. Die zeigen sich in einem Superwahljahr wie heuer ja ganz besonders. Da sitzen Rot und Schwarz einerseits gemeinsam in einer Bundesregierung, andererseits treten sie bei gleich 5 Wahlen gegeneinander an. Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Das hat sich in den letzten Tagen ganz besonders beim EU-Budget gezeigt. Die ÖVP hat das vom SPÖ-Kanzler in Brüssel ausgehandelte Ergebnis kritisiert, als wäre sie in Opposition. Die SPÖ war dementsprechend sauer auf den Partner. Heute standen die beiden im Parlament dann wieder gemeinsam der Opposition gegenüber. Gabi Konrad über die rot-schwarze Beziehungskiste. Wie kommen wir da wieder raus? Nach tagelangem Geplänkel will sich die Regierung bei der heutigen Nationalratssitzung einträchtig präsentieren. Die ÖVP übte ja zuletzt herbe Kritik an der Verhandlungsführung von SPÖ-Kanzler Faymann. Heute übt sie sich in Zurückhaltung. Die Einschätzung zum EU-Budget? Alles in allem, ja, Wermutstropfen, aber akzeptabel. Hätte ein ÖVP-Kanzler mehr herausgeholt? Ach, das hat jetzt keinen Sinn. Ich will jetzt nicht wieder zurückfallen in dieses Auseinanderdividieren. Selbst die schärfsten Kritiker wollen ihre Äußerungen so nicht wiederholen. Weil ich schon so oft gesagt habe, es wird langsam fad. Noch nicht fad ist offenbar das Spiel mit den Zahlen. Denn um Zahlen geht es ja beim Budget. Zahlen, Daten, Fakten sind das Überzeugende. Diese Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Man muss sich nur die Zahlen ansehen. Das ist Faktum. Über Zahlen kann man letztlich nicht streiten, sondern die sprechen für sich. Ganz so einfach ist es aber nicht. Auch Zahlen lassen sich ganz unterschiedlich interpretieren. Bundeskanzler Schüssel hat seinerzeit natürlich deutlich mehr an Rabatt herausgeholt. Dass Österreich überhaupt einen Rabatt hat, ist das Ergebnis von Bundeskanzler Faymann. Und es ist besser als das, was der Altbundeskanzler Schüssel überhaupt zusammengebracht hat. Ein paar Meinungsverschiedenheiten gehören wohl dazu. Und auch immer wieder hinter den Kulissen das klärende Gespräch. Es fällt immer wieder das eine oder andere Wort, wo man sagt, muss das sein. Und was kriegen Sie als Antwort? Das ist Politik. Trotzdem, so versichern SPÖ und ÖVP, die Stimmung in der Regierung sei jetzt durchaus gut. Wir haben heute in der Früh eine Regierungssitzung gehabt. Die Stimmung war sehr gut. Hirscher sei Dank. Die Ski-WM hat alle Regierungsmitglieder in der Form gestimmt, dass wir sagen, wir sind Weltmeister. Allzu viele Sorgen, dass die Regierung vorzeitig auseinanderbricht, muss man sich derzeit anscheinend nicht machen. Dazu gibt es wohl noch zu viele gemeinsame Interessen. Und Marcel Hirscher als Paartherapeut für die Große Koalition. Der Skandal um die Arbeitsbedingungen beim weltgrößten Online-Versand aus Amazon bringt jetzt auch eine Firma in Niederösterreich unter Druck. Der Personalleasing-Konzern Trenkwalder, der europaweit rund 70.000 Mitarbeiter beschäftigt und der über seine deutsche Tochterfirma rund 1.000 Leiharbeiter an Amazon vermietet hat. Laut einer Reportage der ARD wurden diese Aushilfskräfte fürs Weihnachtsgeschäft unter menschenunwürdigen Umständen untergebracht, eingeschüchtert und schlechter als vereinbart bezahlt. Im Internet gibt es mittlerweile zahlreiche Boykottaufrufe gegen Amazon und die deutschen Behörden überprüfen die Leiharbeitsfirmen. Bis heute hat Trenkwalder zu den Vorwürfen geschwiegen. Georg Hansmeier berichtet. Wenn das Weihnachtsgeschäft bei Amazon in Deutschland auf Hochtouren läuft, müssen in großem Stil die Leiharbeiter einspringen. Gut 1000 von ihnen hat im Dezember die Leiharbeitsfirma Trenkwalder beigesteuert. Manche waren aus Spanien, andere aus Schweden. Eine Dokumentation der ARD hat allerdings offengelegt, was sich die Aushilfskräfte bei Amazon gefallen lassen müssen. Demnach habe ein privater Sicherheitsdienst in neonazi-ähnlicher Montur die Leiharbeiter in den Firmenunterkünften überwacht und schikaniert. Außerdem, die Arbeiter hätten zu wenig Pausen gehabt und weniger Lohn als versprochen bekommen. Über Amazon zogen dunkle Wolken auf. Der Konzern musste reagieren. Der Vertrag mit dem umstrittenen Sicherheitsdienst wurde gekündigt. Ebenso jener mit der Firma, die für die Unterbringung zuständig war. Offen ist, ob die Leiharbeiter finanziell ausgebeutet wurden. Diese Frage betrifft auch Trenkwalder.
Die Vorwürfe gegen die Leiharbeitsfirma, die für Amazon dann auch Verträge geschlossen hat, die wiegen schwer und die müssen unverzüglich aufgeklärt werden. Im Extremfall kann die Lizenz entzogen werden. Der ZIB 2 wollte man bei Trenkwalder heute kein Interview geben. In einer Presseaussendung heißt es: Alle durch Trenkwalder an die Firma Amazon überlassenen Mitarbeiterinnen erhielten mindestens den gültigen Tariflohn. Wie dem auch sei, die Zusammenarbeit mit Amazon hat Trenkwalder in die Schlagzeilen katapultiert. Firmengründer Richard Trenkwalder ist freilich nicht mehr der Chef. Er hat das Unternehmen vor 2 Jahren verkauft. An die deutsche Dröge-Gruppe. Sie hält über eine Tochterfirma 87,5% der Trenkwalder Beteiligungs GmbH in Schwadorf bei Wien. Mit an Bord ist die Trenkwalder Privatstiftung, ihr gehören 12,5% der Leiharbeitsfirma. Im Management sitzt Richard Trenkwalder nicht mehr, beim Fußballverein Admira Wacker ist er aber weiter der Präsident. Rund 1 Milliarde Euro Umsatz pro Jahr macht Trenkwalder in 19 Ländern. Gerade in Deutschland seien die Vorschriften für Leiharbeit jedoch mangelhaft, sagen Gewerkschafter. In der Bundesrepublik ist das System zur Stunde noch sehr lückenhaft. Also wir erwarten uns von allen Beteiligten, dass geklärt wird, wie die Vorkommnisse, die hier zustande gekommen sind, welche Ursache die haben. Die Vorwürfe gegen Amazon und Trenkwalder werden derzeit von der Deutschen Bundesagentur für Arbeit geprüft. Ob es wegen der Lohndumping-Affäre bereits Umsatzeinbußen gibt, wollte Amazon bisher nicht sagen. Und wir wechseln in die amerikanische Hauptstadt Washington, wo die politische Situation seit vielen Jahren mit dem immer gleichen Wort beschrieben wird. Gridlock, also völlige Blockade. Der demokratische Präsident und die republikanische Opposition führen eine Art Dauerkrieg. Aber Barack Obama ist seit seiner Wiederwahl deutlich gestärkt und politisch in der Offensive. Die Republikaner finden bisher keine Antwort darauf und zerstreiten sich immer weiter, berichtet aus Washington Wolfgang Geier. Auf der Suche nach neuen Perspektiven. John Boehner, der oberste Republikaner im Kongress, besucht eine Fensterfabrik. Seine Partei steckt ihm tief. Aus den eigenen Reihen kommen Ratschläge, die eher wie Schläge klingen. Wir müssen aufhören, eine dumme Partei zu sein. Es ist Zeit, wie Erwachsene aufzutreten. Gesucht sind neue Positionen und neue Gesichter. Während im Wahlkampf noch erbittert gegen illegale Einwanderer gekämpft wurde, kommen nun neue Töne. Ich komme aus einer Einwandererfamilie, habe in eine geheiratet und lebe damit. Legale Einwanderer bringen Amerika nur Vorteile. George Bush hat noch 40% der Latino-Stimmen erhalten, John McCain nur mehr 31% und Mitt Romney magere 27%. Um in Zukunft Wahlen gewinnen zu können, muss dieser Trend umgekehrt werden. Nach 4 Jahren Totalblockade gegenüber dem Präsidenten versprechen Republikaner nun in Sonntagsreden Kompromissbereitschaft. Wir wollen mit dem Präsidenten zusammenarbeiten zum Wohl der Menschen. Mr. President, wir wollen mit Ihnen arbeiten. Doch die Realität sieht anders aus. Chuck Hagel, Obamas Wunschkandidat für das Verteidigungsministerium, wird blockiert, sowie auch der Geheimdienstchef. Auch bei der Debatte um strengere Waffengesetze stehen die Konservativen voll auf der Bremse. Kompromiss bleibt ein Fremdwort. Die Republikaner sind verunsichert und gleichzeitig tief gespalten. Radikal-konservative Abgeordnete verweigern der eigenen Parteispitze bei den Abstimmungen im Kapitol immer öfter die Gefolgschaft. Ein harter Kern von knapp 50 Abgeordneten hat wieder der eigenen Parteilinie sowohl gegen die vom Präsidenten erzwungene Reichensteuer gestimmt, als auch gegen die Katastrophenhilfe nach dem Sturm Sandy. Beide Parteien geben zu viel Geld für ihre heiligen Kühe aus. Viele politische Positionen der Radikalen sind verstörend. Klimawandel gibt es nicht, Homosexualität ist heilbar und die Erde ist erst 6000 Jahre alt. Positionen, mit denen in den USA keine Wahl mehr zu gewinnen ist. Zu viele Republikaner verstören die Öffentlichkeit mit bizarren Aussagen. Ich habe genug davon. Die moderaten Republikaner wollen jetzt gemäßigtere Kandidaten bei parteiinternen Vorwahlen gezielt finanziell unterstützen. Ein Vorhaben, das die Aussichten auf friedlichere Zeiten nicht wirklich verbessern wird.
Und wir berichten in dieser Sendung noch über den spektakulären Diamantenraub in Brüssel heute. Rohdiamanten um 37 Millionen Euro sind weg. Mehr darüber nach der Meldungsübersicht. In Tunesien hat Regierungschef Hamadi Djebali seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er war zuvor mit der Bildung einer parteilosen Expertenregierung gescheitert, die er nach der Ermordung des Oppositionspolitikers Chokri Belaid einsetzen wollte. In Bulgarien gehen die Proteste gegen die Energiepreise weiter. Mehrere Personen wurden festgenommen. Die Proteste richten sich vor allem gegen das Monopol ausländischer Stromanbieter. Unter ihnen ist auch die niederösterreichische EVN. Der Internationale Strafgerichtshof hat zum ersten Mal ein Verfahren gegen ein ehemaliges Staatsoberhaupt eröffnet. Dem Ex-Präsidenten der Elfenbeinküste, Laurent Gbagbo, werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg 2010 vorgeworfen. In Südafrika wird Paralympic-Star Oscar Pistorius angeklagt, seine Freundin Reeva Steenkamp erschossen zu haben. Damit sinken die Chancen, dass Pistorius gegen Kaution freigelassen wird. Reeva Steenkamp ist heute in ihrer Heimatstadt beerdigt worden. In Kamerun sind 7 französische Touristen, darunter 4 Kinder, entführt worden. Frankreichs Präsident Hollande hat die Verschleppung bestätigt. Die Familie hatte einen Nationalpark besucht. Als Täter werden radikal-islamische Terroristen aus Nigeria vermutet. Die Aktienmärkte haben heute in ganz Europa mit Gewinnen geschlossen. Der Wiener Leitindex ATX ist um 0,6% gestiegen. In Frankfurt hat der DAX 1,6% zugelegt. Und an der Wall Street hat der Dow Jones Index vor wenigen Minuten bei 14.036 Punkten geschlossen. Ein Plus von 0,4% in New York. Es war wie in einem Film. 8 Männer verkleiden sich als Polizisten, fahren am Brüsseler Flughafen mit 2 Autos zu einer Passagiermaschine und stehlen Rohdiamanten im Wert von fast 40 Millionen Euro aus dem Laderaum. Niemand wird dabei verletzt, aber von den Tätern und von den Diamanten fehlt jede Spur. Man glaubt ja kaum, dass das in der Realität so einfach funktioniert, aber derart spektakuläre Coups kommen immer wieder vor, berichtet Eva Böcksteiner. Die Täter von heute waren absolute Profis. Darin sind sich alle einig. Nur 5 Minuten hat der Überfall gedauert. Am Flughafen Brüssel durchbrechen die Räuber mit 2 Autos den Zaun und rasen auf eine Maschine zu, in die gerade Rohdiamanten verladen werden. Sie reißen 120 Päckchen davon an sich, verschwinden und geben Kriminalisten und Sicherheitsexperten Rätsel auf. Ähnlich spektakuläre Fälle hat es schon öfter gegeben. Dezember 2008. 4 Männer, 2 davon als Frauen verkleidet, betreten schwer bewaffnet den Nobeljuwelier Harry Winston auf den Pariser Champs-Élysées. Sie drängen die 15 Kunden und Verkäufer in die Ecke, gehen gezielt in die Geheimverstecke und nehmen nur die kostbarsten Ringe, Ketten und Uhren mit. Gesamtwert 85 Millionen Euro. März 2007. Ein Mann wird Kunde in dieser Bank in Antwerpen und spioniert sie aus. Unbemerkt macht der Safe-Schlüssel nach, lässt sich über Nacht in der Bank einschließen und verlässt mit Edelsteinen mit einem Wert von 21 Millionen Euro in der Früh das Gebäude. August 2005. Einen 200 Meter langen Tunnel haben Diebe im brasilianischen Fortaleza gegraben, um zu dem Tresorraum einer Bank zu gelangen. Sie erbeuten mehrere Tonnen alter Geldscheine mit einem Wert von knapp 55 Millionen Euro. Dezember 2004. In der nordirischen Hauptstadt Belfast nehmen Räuber die Familien von 2 leitenden Bankangestellten als Geiseln und zwingen sie damit, den Safe zu öffnen. Erst 3 Stunden später erfährt die Polizei von dem 38 Millionen Euro Raub. Doch auch in Österreich hat es aufsehenerregende Coups gegeben. November 1987. Am Flughafen Innsbruck werden aus einer rollenden Maschine über die Ladeluke 3 Geldsäcke mit 11 Millionen Schilling gestohlen, was erst bei der Landung in Wien bemerkt wird. April 1990. Auf der Westbahnstrecke in Niederösterreich wird ein Postwaggon eines Regionalzugs überfallen. Vermutlich durch dieses Klofenster kletterte ein Verbrecher in das Waggoninnere und ließ durch die dann von innen geöffnete Tür seine Komplizen in den Postwaggon. Die Täter erbeuten 35 Millionen Schilling. Bis jetzt gilt dieser Raubüberfall als spektakulärster in der österreichischen Kriminalgeschichte. Gut, aber umgerechnet gerade mal 2,5 Millionen Euro.
klingt gar nicht mehr so spektakulär. Das Wetter. Ein Tief zieht von der Ostsee in Richtung Alpenraum. Dabei bringt es nicht nur feuchte, sondern auch sehr kalte Luft nach Österreich. Von Vorarlberg bis ins Mostviertel schneit es morgen häufig. Sonst gibt es nur einzelne Schnee- oder Schneeregenschauer und lebhafter Wind lockert die Wolken zum Teil sonnig auf. Dabei bleibt es kalt. Kalt geht es auch weiter. Donnerstag und Freitag verlaufen durchwegs frostig. Dazu schneit es vor allem im Süden immer wieder, am Freitag dann auch im Osten. Die Sonne tut sich generell schwer. Und damit verabschieden wir uns für heute von den Zusehern auf Dreisat. Danke, dass Sie mit dabei waren. Einen schönen Abend noch aus Wien. Bei uns in ORF2 nimmt jetzt Kreuz und Quer den aktuellen Fleischskandal zum Anlass, sich mit dem bewussten Verzicht auf tierische Nahrungsmittel auseinanderzusetzen. Es geht um Vegetarismus als Lebenseinstellung aus philosophisch-religiöser, historischer und soziokultureller Sicht. Und die nächsten aktuellen Nachrichten, die gibt es dann in der ZIP 24. Auch dort wird heute um die Adoptionsrechte für homosexuelle Paare diskutiert. Im Studio sind Hosi Obmann Christian Hügel und die FPÖ-Abgeordnete Belankovic Jenevan. Dürfte spannend werden. Die ZIP 24 beginnt um 3 Minuten nach Mitternacht in ORF 1. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis morgen.